Willkommen zurück zu Rise of Nightmares. Wir haben ein Geräusch gehört. Uiuiuiui. Genau. Aber das Problem ist an der ganzen Nummer, wir wissen gar nicht, wo dieses Geräusch herkam. Aber es klang wie eine Tür, die sich aufgeschlossen hat. Vermutlich, und das wäre nicht schön, ist die da unten bei unserem Doktor, der uns mal ebenso mit einem Schlag töten kann. Gar nicht gut. Andere Möglichkeit? Tja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe da eigentlich alles durchgeguckt und da ist nichts. Von daher schauen wir jetzt hier und wenn es hier nicht ist, dann ja, bin ich noch genervt als sowieso. Denn das ist jetzt der vierte Part, den ich am Stück aufnehme, weil ich ja auch nicht zwischendurch speichern kann. Also ich höre ihn nicht laufen. Das ist er wahrscheinlich auch nicht hier. Nur das Problem, dass ich auch nicht laufen kann. Ja, also in dem Raum müsste es dann jetzt sein. Wenn nicht, boah, dann bin ich verzweifelt. Hier kann ich nichts machen. Ist bestimmt die Tür. Die Tür ist doch schon mehr als auffällig. Und sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Sie ist es nicht. Ey, mach mich nicht wach. Kann man an diese Truhen ran? Natürlich nicht. Ey, das ist doch echt ein Witz. Das gibt's doch gar nicht. Hallo, so weit. Ey, das ist doch... Mein Gott, dieses Spiel ist so... Ich hasse es. Es ist für eine gewisse Zeit, es ist absolut okay und macht auch Spaß, aber... Ey, du kannst es einfach nicht 2 Stunden am Stück spielen, das geht nicht. Das ist Wahnsinn, das ist wirklich Wahnsinn. Das macht so aggressiv. Und nicht wegen der Gewalt, nein, ganz und gar nicht wegen der Gewalt. Es liegt einfach nur daran, dass es unfair ist, bis zum geht nicht mehr, man keine Ahnung hat, wo man hin soll und vor allen Dingen ist es unfair. Und man hat wirklich keinen Schimmer. Guckt euch die Kacke an, ey, das ist doch wirklich, du läufst hier rum und es ist einfach nur verwirrend, da macht's irgendwo Klick, oh, ich habe was klicken gehört. Und dann? Ja, schön, und dann? Weiter. Wir wollen weiterspielen und nicht 10 Jahre suchen, wo die Tür aufgegangen sein könnte und nirgendwo ist eine verdammte Tür, die aufgegangen ist. Wo ist diese verdammte Tür? Es hat das was mit dir zu tun, Mann. Wehe, das hat was mit dir zu tun. Ich will dich nicht anpacken. Gott. Scheiß Tape kann mich auch mal, ey, das ist... Eigentlich möchte ich in Let's Plays nicht so reden. Also entschuldigt das bitte. Es ist einfach nur, weil das Spiel so... Ich kann auch hier kein Interact mit irgendwas machen. Es ist einfach nur diese... Mann, mach doch mal hier irgendwas. Es muss doch hier sein. Das Schlimme an der Sache ist einfach, irgendwann... Oh, guck mal. Herrlich. Ich wollte gerade sagen, ich muss ja irgendwann aufhören zu spielen. Und dann ist das nicht gespeichert. Oh nein. Okay. Eine Säge. Zumindest hört sich das so an. Eine dicke, fette Kreissäge. Wahrscheinlich kommen wir da gleich hin und Kate ist kurz davor. Du brennst. Und jetzt bist du in 1000 Stücke. Tja.
Das ist ja sowieso nicht überlebt. Du überlebst es auch nicht. Explodierst du trotzdem? Oh, noch so eine. Echtes Problem ist nur noch zwei von den Dingern und ich habe keine Waffe in der Nähe. Und hier wird's auch schlimm. Lustig. Ah, ihr seid so cool. Ihr seid echt cool, aber so muss es gehen. Und da geht die Scheiße weiter. Ja, nee, ist klar. Nein, da habe ich sowieso schnell nicht dran vorbeigekommen. Ah, Leute, die sind so geil drauf, die Entwickler hier. Hammer. Es ist ein Traum. Ein Albtraum. Ja. Es ist. Ha. Ach, ist das cool. Ach, komm, das ist ja jetzt egal. Komm, schmeißen wir weg. Das seht ihr jetzt nicht mehr. Ich krieg ja gleich was. Okay, die Stelle sieht schon beschissen aus, ist aber ganz gut machbar. Ah, nee, das war jetzt falsch. Aber so geht's, muss es ja trotzdem gehen. Nur halt nicht so gut. Wow. Okay, der ist zu schnell. Okay, man lernt ja nie aus. Nee, das ist die Stelle, ist machbar. Das ist noch okay. Erst danach wird's. Naja. Nicht aufgeben. Vielleicht kommt danach ein Speicherpunkt. Ich kann nicht vorher abbrechen. Ich breche auch nicht vorher ab. Problem ist nur, dass wir hier wahrscheinlich sterben. Nein, tut mir nicht. Natürlich nicht. Warum denn auch? Ich kann das doch. Die Steuerung ist dufte. Knackig, aber dufte. Und ich glaube, das ist ein bisschen auf Zeit, denn der müsste... Los, 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 geh hoch, du Blöde. Schlag funktioniert wieder phänomenal. Gut. Oh, fuck. Und da kommt einer. Zwei. Wir haben wieder volle Energie. Die Waffe ist nicht so schlecht. Na, ich weiß nicht. Das kann man ganz gut abblocken. Das ist nicht so schlimm. Das macht nichts, das macht nichts. Das können wir da unten hin? Ja. Hätte ich mir vorher eventuell eine andere Waffe nehmen sollen? Vielleicht. Habe ich aber nicht. Und er speichert. Freudentanz. Ich habe gespeichert. Damit ist alles nicht mehr so schlimm. Untersuche die Höhle. Der Schädelhaufen, da wird wohl was drin sein. Na komm, mach weg. Stell dich doch nicht so dämlich an. Ja, es geht nicht. Noch weiter nach vorne? Los, runter damit. Also ich bin gleich einen Zentimeter vor der Kinect-Kamera. Und es will einfach nicht. Ja, move back from the sensor. Ja, ist klar. Aber da haben wir es. Was ist das? Bone your lever handle made of bone and set in the... Ach so, okay. Das ist so, wo als Schalter benutzt werden. Hier haben wir noch so ein Ding. Ist aber nicht zum Untersuchen bedacht. Hier auch nicht. Ist ganz gut. Da ist doch irgendwie was Schaltermäßiges. Na los, Interact hatte ich vor.
It'll work now. Ein offenes Tor. Na gut, da gucken wir noch kurz rein. Wieder schwimmen. Mich nicht wundern, wenn mir uns hier gleich irgendwie so ein Ungeheuer in die Tiefen reißt. Also ich würde, wenn ich da bedenke, was in diesem Ding so abgeht, nicht da drin schwimmen. Aber gut, was willst du machen? Er hat da wohl keine Wahl. Na, er geht doch auf uns los, wa? Ich habe keine Waffe. Ah, Mist. Oh, da hinten liegt was. Eine Silberaxt, cool. Wahrscheinlich ein bisschen mehr außen, macht mehr Damage vielleicht. Ey, ich habe mich geduckt. Ich dachte gerade, ist sie vielleicht down gegangen? Nein, ist sie natürlich nicht. Okay. Special. Was wollt ihr gleich von mir? Ducken. Ich muss aus dem Weg. Oh, ich habe meine Musik ziemlich laut gestellt. Ohne es zu wollen. Ich geh da weg, geh weg, geh weg. Komm, jetzt nimm sie dir, jetzt nimm sie dir. Okay, die sind aber an sich so nicht großartig schwierig. Wenn er jetzt... Mein Schlag geht nicht mehr. Ich hab doch die... Ich hab die doch. Er hat die nicht genommen. Das war echt ein Witz. Jetzt lasst mich doch mal kurz in Ruhe, dass ich mir die... Ja, genau. Ducken. Okay, Nummer 1 hat sich's erledigt und die habe ich, glaube ich, auch öfter mal getroffen. Ah, nicht geklappt. Egal. Siehst du, wusste ich doch, das kann nicht mehr viel sein. Und sie ist weg. Egal, Leute, die finden wir schon noch. Aber erst im nächsten Part. Bis dann und ciao, ihr Wavolo.